ja Schnee drauf. So kennt man ihn. Er ist in der Luft, brandgefährlich, kommt auch mit dem Kopf an den Ball, aber der Verteidiger kann klären. Wunderschön gelupfter Pass und er macht ihn nicht rein. Ist es! Mein lieber Scholli, wir haben uns gerade hier hingesetzt, da fällt schon das erste Tor. Richtig stark gespielt, im richtigen Moment die Situation erkannt und den Ball genau dahin gebracht, wo er hin musste. Viel schöner geht's nicht. Ich kam im richtigen Moment. Da bleibt die Spannung erhalten und es ist noch mehr drin. Auf Stürmer kann man sich leichter einstellen. Mittelfeldspieler mit Tordrang machen seine Abwehr immer wieder richtig schwer. Und Respekt, Sie haben eine tolle Moral gezeigt. Der Torschütze weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Der Ball wurde ihm von seinem Mitspieler auf dem Silbertablett serviert, sodass er nur noch locker einschieben brauchte. Letzten Verteidiger und auch wenn es hart ist, das war abseits. Gutes Auge des Assistenten. Ach klar, abseits. Da hinten steht ja noch einer. Eine absolut fantastische Vorstellung war das heute. Trainer und Fans werden mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Spannung und Dramatik erwarten uns. Wer wird dieses Mal wohl triumphieren? Und da ist das Führungstor. Was für ein Beginn. Sie gehen mit einer frühen Führung ins Spiel. Ach du Schande. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Das letzte Spiel des Fliegenfängers. Von Beginn an. Ab jetzt geht's auf die Bank. Er versucht es. Warum auch nicht? Und damit sind sie jetzt mit zwei Treffern vorne. Es ist noch nicht die Zeit gekommen, um sich angenehm zurückzulehnen. Aber mit einer 2-Tore-Führung geht doch das ein oder andere vielleicht ein bisschen leichter von der Hand. Von ihm erwartet man einfach Tore und er hat uns nicht enttäuscht. In den letzten Wochen hat sich heute ganz offensichtlich ausgezahlt. Das Ergebnis spiegelt die deutliche Dominanz wider.